Wenn man einen Nagel in die Wand schlagen möchte, was muss man da zuerst tun, Al? Nach einer Leitung suchen, Tim. Vorausgesetzt, dass man nicht auf ihr steht. Al, erkennst du das hier? Dein Rasierer, Tim? Nein, es ist dein Rasierer, Al. Er lag hinter der Bühne. Mit ihm können wir rausfinden, ob irgendwo Strom fließt. Hier fließt gar nichts. Trotzdem kann Al's Akkurasierer als Leitungssucher arbeiten. Das Geräusch eines Rasierers verändert sich, wenn man sich einer Leitung nähert. Meine Mutter hat mir den Rasierer geschenkt, Tim. Ist sie auf Nassrasur umgestiegen? Dieser Rasierer kämpft nicht nur gegen den Damenbart von Els Mutter, sondern findet auch leicht jede Leitung im Haus. Tim, ich habe auch einen wertvollen Tipp für zu Hause. Ich werde dem Publikum jetzt etwas zeigen, was man gewöhnlich nicht mit einer Kartoffel macht. Es wäre empfehlenswert, die Kinder vom Fernseher zu... Ich zeige, wie man eine zerbrochene Glühbirne samt Sockel aus der Fassung kriegt. Man schneidet einfach eine Kartoffel, so, und presst sie auf den Sockel. Dreht... Und schon haben Sie tausende von Mini-Pommes. Die knabbern Sie während des Fernsehens und haben... Tim. Ich hab dich bei der Rasierernummer auch nicht unterbrochen. Bitte spotte nicht über meine Kartoffel. Die dümmsten Bauern haben immer die dicksten Kartoffeln. Tim, das funktioniert. Einfach drehen. So kriegt man die kaputte Birne aus der Fassung. Aber vorher sie muss sie feste reinquetschen. Den Stecker rausziehen. Ich gratuliere dir. Jetzt bist du der Tischtennismeister im Hause Taylor. Du hast mich gewinnen lassen. Das stimmt gar nicht. Du schlägst so einen langsamen, hohen Lob, dass ich die Konzentration verliere, bevor der Ball wieder auf der Platte aufkommt. Wo sind alle Kaffeetassen? In der Spüle, beim schmutzigen Geschirr. Na toll. Ich wollte eine Tasse Kaffee. Du kannst ja eine abwaschen. Das kann ich nicht tun. Was soll denn deine Mutter mit ihrer Freizeit anstellen? Und außerdem, ich will nur einen Kaffee trinken. Und dazu brauche ich irgendein Gefäß mit dem Henkel. Das Kuhmilchkännchen reicht völlig aus. Das ist gut. Hallo, Hase. Hallo, Schatz. Ich muss dir was sagen. Mr. Preston, du weißt, der Chef vom Sonderheft, fand meine Recherchen über das Thema Kurzurlaub sehr gut. Das ist toll. Und jetzt recherchiere ich schon für nächsten Monat die Titelgeschichte. Damit bin ich die ganze nächste Woche beschäftigt. Ist das nicht irre? Die Titelgeschichte? Nach nur einem Monat kriegst du schon die Titelgeschichte? Ja. Worum geht's? Den Ausbau des Flughafens? Ein neues Footballstadion? Nein, um Müll. Du bringst die Arbeit aber nicht nach Hause. Nein, es handelt sich um industriellen Abfall. Hallo, Spatz. Wir suchen nach Lösungen für das weltweite Müllproblem. Ist dir das schmutzige Geschirr in der Spüle nicht aufgefallen? Das steht es und sagt kein Wort. Aber Dad! Dich hat keiner gefragt. Dann gehe ich eben nach oben. Was machst du denn da? Ich trinke eine Tasse Kaffee. Du nuckelst Kaffee aus einer Kuh. So brauche ich keine Milch reinzutun. Du kannst deinem leid tun. Ich muss diese Müllrecherchen bis Freitag abgeschlossen haben. Also brauche ich deine Unterstützung. Du musst den Haushalt schmeißen. Kein Problem.
Mir wäre viel wohler, wenn du sagen würdest, ich werde mein Bestes versuchen. Ich soll sagen, ich werde mein Bestes versuchen? Kein Problem. Hier ist eine Liste der Dinge, die du morgen erledigen musst. Siehst du, hier ist der Schein für die Reinigung. Das musst du alles abholen. Dann okay. Gehst du in den Supermarkt. Hier ist der Einkaufszettel. Dann, oh, du musst das Pausenbrot für die Jungs machen. Am besten legst du ihnen ein paar Selleriestangen oder Karotten Jill, dazu. Jill, die essen dieses Zeug doch nicht. Die werden einen Gemüsekrieg anfangen und sich damit bewerfen. Schatz, ich kann einfach viel ruhiger arbeiten, wenn ich weiß, dass du inzwischen hier im Haushalt alles richtig machst. Wenn ich so wie du mache? Das habe ich gesagt, wenn du es richtig machst. Mom, wir brauchen unsere Hosen fürs Footballtraining. Oh nein, die wollte ich doch heute früh waschen. Lass nur, ich mache es. Ich habe jetzt das Kommando. Jungs, kommt, wir waschen die Hosen. Tim, ich weiß nicht, das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Es gibt zwei verschiedene Waschgänge. Einen für Buntwäsche, der braucht kaltes Wasser und dieses dunkelblaue Mittel. Und der für weiße Wäsche braucht heißes Wasser und das weiße Mittel. Und du darfst nicht vergessen, den Weichspüler reinzutun. Um wie viel Uhr ist Training? 15 Minuten. Der Waschgang ist fertig. Danke, Dad. Danke, Dad. Tim, wo ist das Pausenbrot für die Jungs? Ich habe nur zwei Hände, okay? Ich räume die Spülmaschine ein und dann mache ich das Essen. Nein, 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 Hase. Du musst zuerst das Essen machen und dann die Spülmaschine einräumen. Wo ist da der Unterschied? Da ist der Bus. Das ist der Unterschied. Nein. Jetzt haben sie nichts zu essen. Augenblick, Jungs. Das können wir regeln. Ich gebe euch das Geld fürs Essen. Hier sind zwei Bitte Dollar. Bitte kauft euch was Gesundes. Ja, sicher. Hier. Zieht euch ein paar Karotten aus dem Gemüseautomaten in der Schule. Oh, Dad, gebt mir auch zwei Dollar für Mark. Der wartet draußen auf uns. Aber gebt sie ihm auch. Versprochen. Naja, wenigstens gibt Mark das Geld nicht für Süßigkeiten aus. Dad, wolltest du uns heute nicht Pausenbrot machen? Was tust du hier? Deine Brüder haben dein Essensgeld. Wenigstens haben sie es ihm nicht rausgeprügelt. Du verpasst den Bus. Lass nur, Schatz, wir schaffen das schon. Ich fahr dich. Auf dem Weg zur Müllhalde komme ich an deiner Schule vorbei. Verwechsel die beiden nur nicht, Schatz. Kannst du das Lebkuchenhaus heute bitte machen? Oh, genau, der Elternbeiratsbazar. Es könnte sein, dass wir es dieses Jahr in der Bäckerei kaufen müssen. Aber du hast doch gesagt, dass du es mit mir machst. Ich weiß, und es tut mir auch sehr leid. Diese Woche habe ich nur so viel zu tun. Hey, ich baue das Lebkuchenhaus. Wirklich? Ja, und nicht nur ein gewöhnliches kleines. Wir bauen ein Lebkuchen-Full-Service-LKW und Autocenter. Wow. Das kannst du laut sagen. Wow. Hol dir deine Jacke. Tim, Hase, nimm nicht den blauen Schwamm für den Spültisch. Hm? Der blaue Schwamm ist für das Geschirr. Der grüne Schwamm ist für den Spültisch. Wo ist der Unterschied? Du darfst auf keinen Fall den gleichen Schwamm für Spültisch und Geschirr verwenden. Also der blaue Schwamm ist nur fürs Geschirr? Nein, nicht immer. Wenn der blaue Schwamm dreckig wird, wird er vom Geschirrschwamm zum Spültischschwamm degradiert. Der grüne Schwamm wird vom Spültischschwamm zum Bodenschwamm degradiert. Dann hole ich da unten einen neuen raus und der ist vielleicht blau oder vielleicht gelb oder... Tim, glaubst du, du schaffst das alles? Natürlich, wenn du es dir nicht zutraust, dann bitte lass es mich auf meine Art machen, okay? Weißt du, Jill, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du mal siehst, wie effektiv es ist, wenn ich es auf meine Art mache. Mark, sollen wir ihr zeigen, was in der Garage ist? Was? Die umgebaute Waschmaschine. Oh, nein. Was hast du denn mit meiner Waschmaschine angestellt? Warum hängt die jetzt am Tropf? Ich habe sie verbessert. Entbessere sie. Hör mal, Schatz. Sie hat Lichter. Das ist ein kleiner Spezialeffekt, okay? Du stehst vor der Revolution des Wäschewaschsystems. Stell dir folgende Situation vor. Du siehst gerade fern. Du siehst dir ein Footballspiel an. Ich hasse Football. Na gut, dann siehst du eine Oper. Und es ist kurz vorm Touchdown und du hörst den Piepser. Mäh. Es ist Zeit für den Weichspieler und du sagst, du willst nicht aufstehen. Du verpasst, wie die dicke Alte mit den Hörnern auf dem Helm gegen den Ball tritt. Dann schlägt meine Erfindung zu. Waschmittel, Bleichmittel, Weichspüler. Alles auf Zeitschaltung. Das wird automatisch zugegeben in gewissen Abständen. Es müsste gleich soweit sein. Jeden Augenblick. Ich kann's nicht fassen. Es funktioniert. Tatsächlich, es funktioniert. Wie du siehst, Schatz, habe ich alles unter Kontrolle. Tatsächlich, ich wünsche dir einen schönen Tag. Funktioniert. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und tu nicht so schockiert. Mark, Mark! Heute Morgen habe ich die Waschmaschine verbessert.
Heute Nachmittag verbessere ich den Trockner. Und wie? Siehst du das? Binfords 20 Ampere Super Elektromotor. Wenn ich den an den Trockner anschließe, kriegt das Ding so eine hohe Drehzahl. Du kennst die Cowboys auf deinen T-Shirts, die kotzen dann in ihre Satteltaschen. Wow! Akustikplatten haben wir schon irrsinnig oft gebracht. Akustikplatten irrsinnig oft? Großer Gott, Al, du klingst ja schon wie Maureen Binford. Naja, sie ist die Produzentin und ich glaube, sie will auch keine Sendung über Akustikplatten. Es ist mir scheißegal, was diese Tante will. Es ist meine... Freunde, Freunde, Versammlung. Maureen, wir sind nur zu zweit, wir sind schon versammelt. Hä? Gut, okay. Dann sprechen wir ein bisschen über die morgige Sendung. Die steht schon. Morgen wird es um Akustikplatten gehen. Oh, Tim, Akustikplatten hatten wir irrsinnig oft. Gerade habe ich Tim gesagt, dass wir... Halt den Schnabel, Al. Willst du mich mit einer Kartoffel und einer Lampe unter Strom setzen? Nein, du Dummi, das hatten wir schon. Aber ich finde, wir sollten in der Sendung mehr Ratschläge für den Haushalt bringen. Ich stelle mir da eine Junggesellenecke mit Al vor. Al? Ja, weißt du, wie man Rotweinflecken mit Salz rauskriegt. Oh ja, oder wie man mit Essigwasser die Fenster putzt. Oh ja, sehr gut. Oder wie man mit einem feuchten Lappen bügelt. Maureen, das ist eine Männersendung. Wir geben Männern Ratschläge. Wie man sich einen Nagel aus dem Fuß zieht, was man mit einem abgesägten Finger macht. Männer wollen vom Bügeln nichts wissen. Tja, Tim, viele Männer sind alleinstehend. Allerdings. Und wenn du einen feuchten Lappen verwendest, werden deine Bügelfalten scharf wie ein Rasiermesser. Danke, pass auf, dass ich dir mit deiner Bügelfalte nicht die Kehle durchschneide. Okay, ich denke, wir haben eine Übereinkunft erzielt, ja? Nein, vielleicht? Wir machen die Akustikplattengeschichte. Nein, machen wir nicht, Tim. Hast du das vergessen? Ich bin die Produzentin. Schon viel zu lange. Oh, er ist ein solcher Spaß. Ja, ist er. Er kann einstecken, aber auch austeilen. Seid ihr beide fertig? Oh, das hätte ich fast vergessen. Jill hat angerufen. Du sollst Randy abholen. Sie sagte sowas wie, sie würde bis über beide Ohren im Müll stecken. Das übersehe ich doch jedes Mal. Das... Oh, jetzt muss ich Randy abholen. Jill hat versprochen, Randy abzuholen. Ich tue zurzeit sehr viel mehr im Haus, als ich eigentlich sollte. Tja, Tim, in einer Ehe geht's eben immer um den Kompromiss. Geben und nehmen. Gegenseitig verstehen und helfen. Das war wunderschön, Al. Halten wir jetzt Händchen und singen Feelings? Ich wollte dir nur helfen. Ich brauche von einem Typen, der nicht verheiratet ist, keine Eheberatung. Glaubst du, ich weiß nicht, wie es ist, mit dir verheiratet zu sein? Hä? Seit 3 Jahren arbeiten wir im selben Studio und du hast nicht ein einziges Mal den Deckel auf das Epoxidharz getan. Und glaub nicht, ich hätte nicht gemerkt, dass du alle Tuben von der Mitte ausdrückst, statt von hinten. Und das ist bei Gott nicht alles, was mich des Nachts nicht zur Ruhe kommen lässt. Wir sollten deinen Auftritt nicht Junggesellenecke nennen, sondern Ecke der Einsamen und Verzweifelten. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, Wilson. Mach ich's doch gern, Nachbar. Wenn jemand dringend Melasse braucht, kann er immer bei mir anklopfen. Jill arbeitet heute länger und ich habe es nicht mehr in den Laden geschafft. Also machen Sie heute Abend den Haushalt, hä? Ich versuche es, aber sie macht es mir nicht leicht. Sie kann es einfach nicht ertragen, wenn ich das auf meine Art mache, verstehen Sie? Weil sie nicht damit klarkommen würde, dass ich es zwar anders mache, dass es aber trotzdem zum Ziel führt. Tja, Tim, manchmal fällt es den Leuten schwer, neue Ideen zu akzeptieren. Aber nicht mir. Danke. Weil Sie ein ganz besonderer Mann sind, genau wie Galilei. Ja, ich kenne Leo Galli. Nein, Tim. Ich meine den italienischen Astronomen aus dem 17. Jahrhundert. Er wurde ausgelacht, weil er lehrte, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und das glaubte er auch noch. Tim, die Erde dreht sich um die Sonne. Oh, ja, klar. Nur drehen wir uns auch, also merken wir es nicht. Ja, ganz genau. Was ist aus ihm geworden? Ja, er wurde gefoltert und gezwungen, seine Theorie zu widerrufen.
Das wird Jill auch mit mir machen. Aber ich widerrufe nichts, denn ich habe ja nichts Falsches gesagt. Ja, darum geht's ja überhaupt nicht. Ist mir egal. Ich mach's weiterhin so, wie ich's für richtig finde, weil's so hinhaut. Danke, Wilson. Tim? Tim! Wie wär's mit einem Kompromiss? Melasse? Wozu ist diese Malerpfanne da? Damit sichergestellt ist, dass die Mauern unseres LKW und Autocenters kräftig genug sind für unsere großen Brummis. Mom verwendet nie Malerpfannen. Sehe ich aus wie Mom? Ja, gelegentlich. Ist die Pfanne auch sauber? Na klar, ich habe sie mit Terpentin geputzt. Dad, das Ding passt nie in den Ofen. Das passt genau in den Ofen. Ich habe doch schon nur etwas schräg stellen und es passt. Mom flippt aus, wenn sie sieht, was für eine Sauerei du machst. Keine Panik, das ist ein selbstreinigender Ofen. Dad, diese blöden Wände bleiben nicht stehen. Würdet ihr bitte aufhören, gegen mich zu arbeiten? Dafür habe ich doch die Dichtungsmasse aus der Werkstatt geholt. Das geht doch nicht, das muss essbar sein. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir verkaufen es nur, ein anderer muss es essen. Halt, halt. Wir sollten die Dichtungsmasse erst im Notfall verwenden. Versuchen wir es erst mit dem Zuckerguss. Ja, hol mir aus der Garage ein paar Schraubzwingen und Klebeband. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ach, fabelhaft. Musst du denn unbedingt damit herumspielen? Das war ein Versehen. Das war Absicht. Ach, lass mich in Ruhe, du blöder Zwerg. Hört auf damit. Lass ihn aufstehen. Hey, Dad, ich finde da keine Schraubzwingen. Oh Gott, da brennt irgendwas. Oh nein. Ist alles klar, Dad? Ja, Schraubzwingen, Schraubzwingen, Schraubzwingen. Was ist denn hier los? Lass sofort deinen Bruder los. Er hat angefangen. Hat mein Lebkuchenhaus kaputt gemacht. Jungs, ihr geht ja auch nicht. Warum ich? Ich habe überhaupt nichts getan. Mann, du kommst aber früh. Was ist hier eigentlich passiert? Ach, was, vom Teig ist daneben gegangen und der Ofen war zu heiß, als ich es reingetan habe. Du hast habe. Ihn in die Malerpfanne getan? Ja, ich wollte die Wände hochmachen, damit die Brummis reinpassen, erklär's weißt du? Erklär's mir nicht, erklär's also mir die nicht. Lastwagen. Versuchen wir, ihn rauszukratzen. Vielleicht können wir was von dem Teig retten. Oh, das ist gut. Also wir retten Teigspachtel? Da drüben. Der gehört nicht da drüben hin, der gehört dahin. Aber nicht, wenn ich die Küche mache, dann kommt er dahin. Wenn du die Küche machst, tu ihn hin, wo du willst. Wenn ich die Küche mache? Ist es das, worum es geht? Was? Jetzt kommt es endlich raus. Du willst nicht, dass ich arbeite. Weil ich den Spachtel umgehängt habe? Du hast etwas gegen die Tatsache, dass ich arbeite. Das ist nicht wahr. Warum tust du da nicht eine Sache so, wie ich es dir gesagt habe? Eine? Ich habe alles getan, was du auf diese blöde Liste geschrieben hast. Du hast alles in den Sand gesetzt, was auf meiner blöden Liste draufsteht. Ich habe nicht alles in den Sand gesetzt. Sag mir eins, das nicht schiefgelaufen ist. Ja, Also? Die Wäsche. Dad, der Trockner spielt verrückt. Das kriege ich in den Griff, du wirst. Wow, das ist geil. Komm da runter, sofort, Randy. Stell ihn ab. Du musst den Stecker rausziehen. Okay. Ah! Zieh du ihn raus. Es sind nur 220 Volt. Sei vorsichtig. Ah! Los, sorg dafür, dass das aufhört. Ja, gut, halt gut, ihn so, an. Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, an. Jetzt. Dann kann ich ja. Zieh ihn raus. Ja, gut. Schatz? Ja, er ist draußen. Hey! Wow! Cool, ich kenne Typen, die zahlen eine ganze Menge Kohle für so eine Fahrt. Raus! Oh Mann, alle machen sie irgendwie Kohle außer mir. Siehst du, es ist alles trocken. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Ich soll wohl einfach nicht arbeiten. Was soll denn das bedeuten? Na, wir streiten uns über Teigspachteln. Du reitest auf dem Trockner. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Aber du willst arbeiten. Ja, ich will arbeiten, Tim. Aber ich will auch, dass im Haus nicht das Chaos ausbricht. Ich verstehe. Es ist immer das Gleiche. Ich reite auf einem Gerät in der Garage. Und schon verlierst du die Fassung. Das Chaos bricht nicht aus, nur weil du nicht da bist. Ich bin doch hier. Und versteh das nicht falsch, du musst ja nicht arbeiten. Ich will aber arbeiten. Wir haben drei Kinder, die müssen studieren. Oder eine gute Lehre machen. Ich arbeite so gern. Und ich bin auch richtig gut. Ich denke, ich könnte es zu was bringen, vielleicht zum Chefredakteur. Aber wenn ich in der Arbeit bin, denke ich immer an zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, denke ich immer an die Arbeit. Es müsste mich zweimal geben. Darf ich in der Mitte schlafen? Guten Morgen, Jill. Hallöchen, Jill. Hey! Bitte, wenn du nicht darüber reden willst, muss ich es eben mit mir selbst ausmachen.
Und das, meine Liebe, ist das Problem. Du willst immer alles alleine machen. Wir sind aber zu zweit und die zweite Person hier bin ich. Und du musst lernen, mich manche Dinge machen zu lassen, wie ich es will. Zum Beispiel den Jungen Geld fürs Essen geben, die Küche in Brand setzen, auf dem Wäschetrockner in der Garage halt reiten. Halt mal, jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Ein paar Sachen sind heute ganz gut gegangen. Tim, sieh dich doch um. Du hast praktisch das Haus demoliert. Jetzt sage ich dir was. Ich habe das Haus schon demoliert, da hast du noch gar nicht gearbeitet. Und ich werde das Haus immer noch demolieren, wenn du schon im Ruhestand bist. Und die Kinder waren angezogen, sie hatten ihr Frühstück, sie gingen zur Schule und sie kamen wohlbehalten wieder. Also war meine Methode vielleicht doch nicht so gefährlich und manche Sachen haben doch funktioniert. Ja, die Waschmaschine. Was ist mit der Waschmaschine? Das war ziemlich cool. Hat dir gefallen, ja? Ja. Also, wenn ich arbeiten will, dann muss ich mich wohl an einiges gewöhnen. Und ich muss dafür sorgen, dass der Rauchmelder funktioniert. Braucht wohl eine neue Batterie, ja, was? Ja, das denke ich auch. Und wenn du früher nach Hause kommst, könntest du vorher anrufen. Ja, genau. Also gut, jetzt wo du hier bist, kannst du mir beim Aufräumen helfen. Hase, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich nicht einmischen möchte. Dieser Zuckerguss schmeckt ja furchtbar. Weil es kein Zuckerguss ist. Ha? Das ist Polyvinylacetat, eine hervorragende Dichtungsmasse. Du hast gerade deine Zunge wasserdicht gemacht, Schatz. Ich brauche einen Ölwechsel. Jungs, Vorsicht, hier handelt es sich um ein Kunstwerk. Es steht total schief. So ist es entworfen worden. Das ist eine Lebkuchen-Auto-Service-Station nach einem starken Erdbeben. Und du glaubst wirklich, dass uns das einer abkauft? Ja, ich glaube wirklich, dass uns das einer abkauft. Aber du kannst nicht $168 dafür verlangen. Wieso? Das hat's gekostet. Kommt, Jungs, Mäntel und Handschuhe und den Rest anziehen. Marc, bist du fertig? Hat jemand meinen neuen blauen Pullover gesehen? Ja, ich. Er ist in... Wo? Ich weiß nicht. Brad? Ich auch nicht. Ich bin soweit. Marc, hast du meinen blauen Pullover gesehen? Er ist im Trockner. Danke, Plaudertasche. Oh. Schatz, alles klar? Was ist das? Mäntel und Handschuhe und den Rest anziehen. Randy, ich meine, wie heißt du noch gleich? Ich heiße Randy, Mom. Ja, Sie sind ein ganz besonderer Mann, genau wie Galileo. Ja, ich kenne Leo Galli. Nein, 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 Tim. Nein, nein, ich spreche von dem italienischen Astronomen des 17. Jahrhunderts. Er war ein sehr dicker Mann.